Hallo und guten Tag. Wenn ich mir mein Excel so angucke, hier meine ganzen Menüs, dann denke ich, Mensch, ich habe ja alles, was ich brauche. Aber es gibt noch ein ganz tolles Tool und das hat Microsoft so ein bisschen versteckt. Ich habe hier mal so ein Kalkulationsschema, das will ich vielleicht an meinen Arbeitskollegen schicken und will sagen, hier an dieser Stelle, da achte mal drauf, sollten wir vielleicht 12 oder 13% nehmen. Hat sich vielleicht was geändert? Klar, ich könnte jetzt diese Zelle farbig hinterlegen oder sonstiges. Aber es gibt doch noch eine ganz schicke Geschichte. Wenn ich nämlich meine Excel-Optionen aufrufe und gehe aufs Menüband, dann gibt es hier eine Registerkarte, ein Menü, das heißt Zeichnen. Und da war gar kein Haken drin. Da setze ich mal den Haken und bestätige das mit OK. Jetzt habe ich das hier oben. Da habe ich hier verschiedene Möglichkeiten, was zu machen. Als erstes habe ich hier mal so einen Stift. Okay, was kann ich mit diesem Stift machen? Ich klicke den mal an, suche mir eine Farbe aus und sage hier an dieser Stelle, da müsstest du vielleicht was machen. Wenn ich den Stift wieder loswerden will, muss ich meine Escape-Taste drücken. Hier habe ich zum Beispiel noch so einen fetten Stift. Mit dem kann ich so richtig fett hier irgendwie was einrahmen. Mit dem Radierer kann ich es natürlich wieder wegkriegen. Ich könnte also auch das normal anklicken und löschen. Wenn ich den Radierer auch wieder loswerden will, wieder die Escape-Taste, damit ich wieder normal rechnen kann. Dann habe ich eine Geschichte, wenn ich hier drauf gehe, dann wird diese Freihandform sichtbar. Was ist das denn? So, jetzt versuche ich mal ein Quadrat hier zu machen. Hat nicht funktioniert. Probieren wir es nochmal. Den Stift haben wir. Ich musste vorher erst hier draufklicken. Und jetzt nochmal. Hier versuche ich dieses Quadrat zu machen. Und zack, ist es eins. Dieses hier hat nicht funktioniert. Ich muss mal meine Escape-Taste drücken. Das will ich nicht. Das kann ich also ganz normal löschen. Was habe ich hier noch? Freihand in Gleichung. Also ich habe vielleicht so einen ganz komischen Bruch, den ich irgendwo hinschreiben möchte oder irgendeinen anderen mathematischen Ausdruck. Ich probiere das einfach mal. Ich schreibe hier mal rein 12 Bruchstrich 25. Das mache ich alles durch Drücken meiner linken Maustaste. Das hat das Ding nicht erkannt. Okay, das muss ich nochmal löschen. Probiere es nochmal. 12 Schrägstrich 25. Jetzt hat das. Und einfügen. Und dann habe ich das hier stehen. Okay, damit kann ich nicht rechnen, aber vielleicht brauche ich das ja auch irgendwo. Also dieses Zeichentool ist eigentlich eine ganz schicke Geschichte. Kennt man so gar nicht und da kann man also wirklich auch Sachen schön mit hinterlegen, wie man das eben möchte. Und sagt hier an dieser Stelle, das guckt ihr doch bitte mal an. Und da kann man so schön mit malen und mit pinseln, wie man möchte. Und mit Escape bringe ich das weg und wenn ich dann Quatsch nicht haben will, anklicken und löschen. Also holen Sie sich mal die Symbolleiste Zeichnen. Ganz nützliche Geschichte kann es sein. Vielleicht konnte ich Ihnen helfen, guten Tipp geben. Wenn ja, Daumen hoch, danke und tschüss.